Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch das Mystical Shaman Oracle vorstellen. Also das mystische Schaman-Orakel. Das Ganze kommt in einer sehr stabilen, sehr ja, schlicht gehaltenen Magnetklappbox. Also das hat so eine Klapplasche und dann kann man das Ganze aufklappen mit einem Sinnspruch. Dann kann man mit einem schönen Bändchen das Buch und das Kartendeck rausholen. Zuerst das Buch, Anleitungsbuch. Die Autoren des Orakels sind Alberto Villoldo, Colette Baron Reed haben wir da wieder und die Marcella Lovos. Gestaltet von, oh je, Jenna della Grottaglia. Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, da bitte ich um Entschuldigung. Das Ganze auch wieder ganz schlicht gehalten. Das Ganze mit dem Vorwort der Autoren. Dann haben wir hier, wie man mit dem Kartendeck sozusagen arbeitet, verschiedene Kartenlegemethoden. Und dann kommen wir gleich zu den Karten. Ohne Umwege pro Karte, Abbildung und jeweils die Interpretation und die Bedeutung. Und hinten haben wir, glaube ich, dann nochmal einen kleinen Text zur Künstlerin und den einzelnen Autoren. Also ganz klassisch gehalten, das Buch. Dann kommen wir weiter zu dem Kartendeck. Das ist sozusagen die Verpackung in der Verpackung. Hier unten ist dann noch ein kleines Symbol drin. Also die Karten selber kommen dann nochmal in einer sehr schönen, stabilen, starken Box. In dem Deckel haben wir hier, ne, dass das Karten sind. Dann haben wir nochmal wieder das Bändchen zum Rausnehmen der Karten. Da ist dann nochmal das Symbol und die Karten selber. So sieht die Rückseite aus. Ich glaube, ich gehe nochmal ein bisschen näher dran. Mal sehen. So müsste das gehen, ne? Okay. So, hier haben wir so eine kleine Falte drin in unserem Universum. So, die Rückseiten sehen so aus. Die Kartenstärke ist sehr stabil, sehr schön. Das Ganze ist in einem Seidenmatt, würde ich nicht sagen. Es ist schon richtig matt, die Karten. Halt größere Karten wegen Orakel. Und die Kanten habe ich halt in so, weil das ein sehr erdig. Mit erdigen Tönen gestaltetes Kartendeckes habe ich dann halt passend auch zur Rückseite in Braun eingefärbt. Kommen wir zu den Kartenmotiven selber. Die ganzen Karten sind nummeriert und auch alphabetisch ist das dann auch angeordnet mit der Nummerierung. Also haben wir hier erstmal die alten, also die altvorderen sozusagen. Wir wollen ja nicht respektlos sein. Dann das Andenkreuz. Weil der schöne Weg, die Geliebten, die Klinge. Hier kann man auch noch so leicht die Mondphasen erkennen. Dann haben wir hier das Kind, der Kreis. Die Vollendung, das Korn oder der Mais, der Rat, dann haben wir auch ein paar Tiere dabei, wie den Kojoten, die Krähe. Die sind aber alle nicht so als Gruppen so hintereinander, sondern die sind immer wild durchmischt.
die einzelnen Ritualgegenstände, wie jetzt der Pfeil und Tiere und Personen, Götter, Naturphänomene. Das ist nicht in Gruppen geordnet, sondern die sind wild durchmischt. Auch sehr schön hier der Fluch, die Trommel. Hier haben wir wieder ein Tier, der Adler. Die Erde selbst oder Erde als Element. Dann Earthkeeper ist sowas wie ein Schamane, ein Lehrer für die Natur. Und dann haben wir hier wieder Element Feuer, Blitz, die Unterwelt, der leuchtende Krieger. Dann haben wir Magie. Viele Wege. Hier ist auch so ein im Hinter, also so nach hinten perspektivisch fortlaufend so ein Labyrinth auch drin. Dann haben wir das Medizinrad oder, ja, mit den Krafttieren. Dann haben wir Mittelerde. Nein, Quatsch. Das ist unsere Welt, also in der wir jetzt leben. Könnte man interpretieren wie in einer Blase, der Baum. Dann haben wir den Mond mit allen Mondphasen, den mystischen Schamanen, wieder ein Tier, die Eule, wunderschön. Pachamama, das ist die Erdmutter, Erdgöttin. Dann haben wir den Regenbogen, Regenmacher, Regenmacherin. Dann haben wir wieder ein Instrument wie die Rassel, das Opfern oder das Opfer. Dann haben wir den Seher, dann die Schlange, den Smoky Mirror, das ist sozusagen, was da ist, aber noch nicht sichtbar. Oder man kann auch vielleicht sagen, die eigene dunkle Seite. Dann haben wir den Zauberer oder Magier. Hier haben wir Heilung der Seele oder Wieder Erlangung der Seele, würde ich sagen, also für verlorene Seelen eine Heilung. Dann haben wir die Spirale, den Stab, dann haben wir, oh, Stillstand würde ich nicht sagen, die innere Einkehr, das einfach mal langsam machen. Dann haben wir die Sonne. Ziemlich schattige Sonne. Dann haben wir hier die Spitzhütte. Zähmen des Windes. Dann haben wir neben Blitz jetzt den Donner. Hier schön mit der rasenden Büffelherde. Kann man richtig hören und spüren. Dann haben wir den Meister der Zeit, den Baum des Lebens, die höhere Welt, den Himmel sozusagen. Dann haben wir Traumreise, Wasserelement, die wilde Frau. Komisch, ich glaube, den wilden Mann gibt es nicht. Dafür ist es wahrscheinlich der erleuchtete Krieger. Dann haben wir hier Wind, dann die Zeugen, ich nehme mal an, der Zeit.
sie hat schon alles gesehen. Dann haben wir den Fluss, das Fließen. Alles ist im Fluss. Die Sammlerin oder der Sammler. Geistertanz. Dann das Geschenk. Das Herz des Himmels. Der heilige Berg. Der Kolibri. Der Jäger. Der Jaguar. Und zum Schluss die letzte Karte ist die Reise. So, also ich finde dieses Deck wunderschön. Es ist halt sehr erdig und auch mystisch, finde ich, also in der Gestaltung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.